Hallo Leute und herzlich willkommen zu Raff zusammen mit dem Brett hier. Oh, das ist eine Kiste so. Also ein Fass meine ich. Gut. Das ist eine Kiste. Was? Was? Ey, geh aus der Kiste raus! Achso, tut mir leid. Du hast da irgendwas rausgenommen. Hier? Du hast da die Kartoffeln. Ja, dann gönn dir die hier. Alter. Ja, er rastet schon wieder aus. Ja, Leute. Ja, zu Recht. Die Wellen kommen wieder über unser Raft. Ja, die Wellen sind wieder mal komplett am Ausrasten, wie man es kennt. Und er fällt runter, perfekt. Ja, keine Ahnung, was ist eigentlich das Ziel der heutigen Folge? Haben wir ein Ziel, einfach Farm erstmal? Nee, warte, wir wollen ja zu unserem Punkt kommen, ne? Wie weit ist der noch entfernt? Weißt du das gerade? Ja, 800 Meter. Ah, das ist ja gar nicht mehr so weit. Eben, deswegen, wir sind auf einem guten Weg dahin. Ah, das ist sehr gut. Währenddessen fahren wir hier die ganze Zeit ein bisschen Gegenstände. Wir können eigentlich kurz schlafen gehen, ne? Ja. Dann wäre nämlich nicht so düstere Nacht. In der Nacht habe ich immer Angst, dass so ein Wolfi plötzlich auftaucht auf unseren Fluss, Alter. Ein Werwolfi. Ein Werwolfi. Welches ist dein Bett? Ah, oh Gott, Alter. LOL. Okay, das ist deine Hängematte. Hintere natürlich, Alter. Die hintere mache ich vorne. Wow, was war das denn? Ha, bin durchgekommen. Na, scheiße. So, sind wir denn näher gekommen jetzt durch die Nacht? Nee. Doch, fast 200 Meter, hä? Jo, krass. Alter, was hier alles ist. Alter, wie viel Kunststoff. Ich muss hier erstmal so eine geile Suppe essen. Ich hab einen Müllwürfel bekommen. Also trinken, ja. Lol. Meine, die Sache ist halt so, ne? Ich habe keine Ahnung mehr, was da jetzt ist, also was das für ein Storypoint ist. Der erste, den weiß ich, aber ich habe gerade keine Ahnung, was das zweite kam. Ja, das werden wir dann sehen. Oh nein. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, so, weil dann kann ich nicht spoilern oder so. Ja, es ist so. Ist eigentlich ganz gut. Also, ne, warte, das muss so bleiben. Sind unsere Palmen denn schon ready? Ah ja, also Mangobäume. Wir sollten dann auch unbedingt Palmen farmen, irgendwie, wenn wir mal wieder können. Oder wer schmeißt jetzt hier wieder Steine? Ich nicht. Das war der Werwolf hier, Alter. Ah, lol. Alter, ich habe keine einzigen Samen bekommen. Ich auch nicht. Scheiße. Wir können jetzt ein dezentes Holzproblem bekommen, wobei... Wir sollen die Holzkiste angucken. Wir haben 5 Stacks und 12. Digga, die Welle war so hoch über unserem Raft, dass ich einfach geschwommen bin, beziehungsweise getaucht bin auf unserem Raft. Digga, es ist manchmal schon ein bisschen hart. Aber guck mal, der Sturm lässt nach, oder? Lässt du? Na, irgendwie nicht. Aber egal. Perfekt. Immerhin bekommen wir noch Ananas-Samen, Alter. Ananas? Immerhin etwas. Digga, meine Stimme, Hilfe. Digga, ne? Ja, sehe ich auch so. Geil. Ich werde jetzt mal schön jetzt in Geografieunterricht bei mir in der Schule schön immer meine Videos schneiden. Ah, das fühle ich hart. Die Sache ist halt so, wir haben jetzt die Erlaubnis von meinem Geografielehrer bekommen, dass wir jetzt, da war ich jetzt der Jahrzehnte mache gerade, ja. Dass wir dass wir unsere Mitschriften auch auf einem Laptop anfertigen können. Ach, dann Mann, nehme ich meinen Laptop halt mit in die Schule und schneide halt einfach. Wieso nicht, Digga? Was hat man gehört? Ja, Wolfi gerade so, warte, was? Boy, what? Nee, hat man leider nicht gehört. Nee, wäre aber ganz funny gewesen. Ja, aber nicht jeden Mittwoch. Nee, jeden Dienstag. Wenn du Spätschicht hast, ist es eh egal. Wolfi sollte eigentlich so ein Headset haben, wo sie auch die ganze Zeit so ein bisschen mitquatschen kann, dann so. Wenn wir irgendwas sagen, dass sie etwas einwerfen kann. Ja, wir sollten unbedingt einen Podcast machen. Hä, mein Sound ist weg. Von den Wellen. Ich höre keinen Wellenrauschen. Stimmt. Mehr. Bin der auch weg? Ja. Hä? Der war von dir jetzt auch gleich weg. Der war vorhin eben übel laut die ganze Zeit. Ja, eben drum, der war übel laut und jetzt ist er aber weg, aber die Wellen sind halt noch da. Ja, keine Ahnung. Oh, eine Flagge. Alter, noch eine Flagge. Ja, Wie viele Flaggen haben wir jetzt? Ah ja, guck mal, verschiedene. Die Schweiz haben wir aber noch nicht, aber wir haben die Italien- oder Frankreich-Flagge oder so. Ja, gut, aber das juckt uns. Die kann man ja dann färben. Wo sind denn hier die freaking Flaggen, Alter? Ganz unten. Ich hab halt Sound, wenn ich durch mein Inventar scrolle und so. Ja, ja, klar. Ach so, da kam noch Scroll. Oh mein Gott, haben wir ja viel Scheiße. Hä? Wieso ist der Sound einfach weg? Cool. Als ob, da kommt eine dicke unten ein Fass, Alter. Alter, ein Plumpsklo wäre schon geil. So eine Holzbademanne. Hä? Digga, was ist das denn jetzt? Wieso schwebt das? Oh, Mike, ich kann noch was Neues abholen. Alter, wir haben einen Abfalleimer. Ja, aber der erste bringt gerade noch nichts. Aber der war geil.
Guck mal, Japan. Oh, jetzt haben wir nee, China. Japan, Alter. Ah, nee, ich bin dumm, tut mir leid. Sag das bitte nochmal, was hast du gerade gesagt? Nee, also ich meinte natürlich China, Japan. Du bist kein Mensch, der China sagt. Nee, China. Sagst du denn? Hä, wie sagt man das? Sagen, weil du, China? Ja, China? Natürlich China. Digga, das ist doch nicht China. Ja, in der Alter. Schweiz sagst du halt das mehr, betonst du das halt mehr mit K, nicht mit, also. Digga, solche Leute sind menschlich gesehen Abschaum. Bruder, alle Schweizer einfach mal gefrontet. Da vorne kommt was, da vorne kommt ne. Oh, das ist das Ding. Oder? Warte mal kurz. Hätten wir in die falsche Bisschen Richtung. Nicht. Sind wir zum Bisschen ersten nicht. Storypoint gegangen? Warte mal, welche Nummer steht da? 6302. Nee, ist doch der richtige. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, ich dachte, wir sind so 2000 Meter in die falsche Richtung gefahren. Alter, imagine einfach. Also, wir haben irgendwie typisch gewesen. Oh mein Gott, als ob die Yacht jetzt schon. Oh ja, ja, sorry, ich hab gespoilert. Ah ja. Hey, ist das die fette Yacht? Man sieht schon. Ja, ja. Das ist eine fette Yacht, Alter. Das ist ein fettes. Oh mein Gott, ich bin richtig gehypt. Ein Kreuzfahrtschiff, Alter. Hä, wieso fahren wir nicht einfach mit dem weiter? Ja, weiß ich nicht. Warum eigentlich nicht? Aber da gibt es Sachen drauf, das ist gut. Warte mal, ich bereite mal was vor währenddessen. Hier eine Stirnlampe. Batterie? Oh mein Gott, können wir für die Stirnlampe einfach Batterien verwenden, die schon leer gesaugt wurden von unserer Maschine? Das wäre er. Oh mein Gott, das zählt. Digga, einfach das Game durchgespielt. Ja. Dann machen wir uns beide noch so eine Stirnlampe. Kraftest du mir auch gleich eine? Oder? Ja, ja, ich mach gerade. Okay, chillig. Ich habe 4 Stück gemacht, also für jeden 2. Ist eigentlich aufgefallen, dass wir schon wieder die ganze Zeit in die Kackrichtung gefahren sind für unsere Dingens, für unsere ja, Netze. Ja, unsere Netze, aber also ja, komplett ineffizient, halt Alter. Ja, so, halt jedes Schaltjahr landet irgendwie mal was darin, mehr nicht. Jedes Schaltjahr, Digga. Ja. Schon so ein Schaltjahr, aber... Was ist eigentlich wieder Schaltjahr? Ich habe da gar keinen Überblick. Ich glaube, letztes Jahr war Schaltjahr, ich bin mir nicht sicher. Aber ich bin der Meinung, letztes Jahr war Schaltjahr. Ja, ich hab halt keine Ahnung. Hat mir dieses Jahr mehr. Hä, Digga, das ist da durchgeschwommen. Wieso gibt's. Wir kommen dem Ganzen langsam näher, ne? Wo ist der Hai? Ah, da hinten, am Ohrstämmelt. Am Ohrstämmelt. Guck mal, wie groß das schon wird hier, Alter. Ist eigentlich schon fett. Ich wollte gerade sagen. Oh, fuck. Triffst du eh nicht wegen den Wellen, Digga. Oder? Ja. Es ist durchgeglitscht. Oder so. Ja, wegen den Wellen, Digga. Sniper. Also, what? Das schwimmt bei mir so in der Luft. Ja, bei mir auch. What? Guck mal, wie perfekt wir an die Insel kommen, Alter. Guck mal, ich hab was für dich. Wo bist du? Ja, hier hinten. Hm? Ach, jetzt schmeißt er wieder mit Steinen oder was? Das ist. Ja, tatsächlich schon. Ich habe Rüben und Kartoffeln in Ruhe bekommen. Und ich habe wieder so ein Paket, was wir auspacken können, warte. Vielleicht jetzt die Schweizer... Oh, Feuerholzständer, das können wir neben unserem Kamin dann drin machen. Stimmt, gute Idee. Guck mal, Maike, ich habe hier für dich 2 Stirnlampen. 2? Setz aber noch keine auf, setz sie noch nicht auf, warte. Ja. Was mich auch gleich mal interessieren würde, wenn wir die aufsetzen, ob man das dann, ob der andere das sieht. Warte. Setz die kurz auf. Warte, mache ich gleich, ich will kurz nur meine... So, ich nehme jetzt auch so ein paar Gemüse, also ich nehme jetzt Wasser mit und 5 Gemüsesuppen. Das sollte reichen. Ah, ist klar. Ja, ja, ist einfach schlau. Oh, wir sind. Ist einfach schlau, Digga. Ja, so, aber hier ist Bäume, warte. Die können wir nicht abbauen, glaube ich, die großen. Ja, oh, die Scheiße. Können wir nicht abbauen. Ich mach mal den Anker. Guck mal, warte, ich setz mal eine Stirnlampe auf. Ja. Alter, du bist gleich viel angestrahlter. Ja, gut, aber ich sehe da jetzt nicht krass, das leuchtet. Doch, du siehst. Aber du siehst doch die Lampe. Ja, yeah, das sehe ich, ja, ja. Ja, was ist denn jetzt hier draußen hell, Digga? Bist du dumm? Hä? Hä, Digga? So, mein King, du sollst dir auch Wasser mitnehmen, vielleicht. Ja, habe ich dabei. Okay. Okay. Ich habe 2 volle Flaschen. Auf geht's! Da hast du wirklich Bäume zum Abfarmen. Oh mein Gott, so wichtig. Das sind keine Bäume zum Abfarmen. Doch, hier hat's welche. Da hat's auch andere Bäume. Wo denn? Achso, da, ja. Das ist bitte, bitte, es gibt Samen. Oh, einmal Samen. Oh, das heißt, wir können mindestens einmal einen Baum wieder anpflanzen. Komm mit. Und dann instant wieder weg. Guck mal, wir können einfach reingucken durch die Fenster rein. Die Hallo. Wo gehen wir jetzt hier rein? Ne, wir gehen da erstmal dran vorbei. Ja, perfekt, ich muss schon trinken.
Ja, ich habe aber zwei Flaschen mit, ich kann dir nur fast was geben. Ah, okay, chill ich mal. Ist ja voll Jump'n'Run hier. Oh, holy shit, Junge. Ah, jetzt weiß ich wieso, wie dieses... Hier ist ein Heli-Landeplatz, was? Hey Bro, das ist doch unsere Yacht. Wieso haben die die einfach nachgemacht? Das ist asozial. Wir haben so eine auch. Ja. Oh, ich hab abgekürzt. Mein Kind, komm mal her. Wo bist du hier zu jetzt? Nee, komm mal, komm mit. Hä, wollten wir nicht da unten rein? Da ist eine Ratte, guck mal. Können wir die essen? Nee, die Ratten sind mies, Digga. Die. Ach, von der anderen Seite verschlossen. Türe ist verschlossen. Türe ist von der anderen Seite verschlossen. Digga, die Yacht sieht auch ein bisschen. Oh, hier ist ein Pool! Alter, oh, wieso denn wir. Oh Gott, der Wasserball. Aua. Mechanisches Teil. Geil. Hey, jetzt ist der Sound wieder weg. Ja, wirklich. Das Spiel kann ich auch nicht entscheiden. Aber hier geht's rein, guck mal. Alter, hier ist die Stage, Alter. Hier war Party. Digga, ich mach einfach DJ-Pult, Digga. Was ist das denn? Wie ich vermutet habe, die Crew. Was steht da? Füllig, Alter? Kugeln? Hä? Brennt dich aber Angst. Halt mal die Fresse, während das der da unten labert. Ach so. Kann ich dir ein Bier anbieten? Nee, danke. Ich muss noch fahren. Komm mit. Ah, hier ist auch zu. Ja gut, das war's auch schon. Oh mein Gott, ich hab mich... Nee, ich kann mich hochgebackt. Ah nee, doch nicht, schon. Aber kann man da nicht mehr weiter hoch und so? Nee, man kommt da nicht hoch. Also ja, doch muss man, aber halt außen rum. So, woanders dann. Komm mal mit. Bist du hinter mir? Wo bist denn du? Weg. Ja, perfekt, Digga. Nach außen gegangen. Am Rand vorbei. Nein, warte mal, da sind wir hergekommen. Ah, hier, hallo. Hallo, komm mal mit. Jetzt müssen wir wieder zurückrennen, Alter. Ja, ja. Irgendwo müssen wir ja hier hochkommen. Ah, hier noch nicht. Ich hab doch auch keinen Plan von der Story. Guck mal, unser Raft, wie pompös das da einfach aussieht. Also fast so groß wie die Yacht. Ah, hier unten ist eine andere. Ah ja, hier ist offen. Ey, wir sollten unbedingt mal... Nur für dann... Personal, mein King. Oh, oh ja, da muss ich leider draußen machen. Oh, das ist aber geil, jetzt sehe ich auch deinen Lichtkegel. Nee, du setzt einfach deine eigene Lampe auf und geh vor. Och, das ist aber... Du setzt ja auf. Stimmt. Okay, was haben wir hier? Es hat... Alter, ich bekomme gerade so Flashbacks zu Dings. Layers of Fears? Oder Fears of... Nee, Layers of Fears. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast bei mir. Schrott, ne? Ja, ist so, stimmt. Nee, ich hab nichts gesehen von dir. Geil. Jetzt muss ich die Fresse halten. Oh, ich hab Strom angemacht. Ja, aber irgendwie. Ach ja, hier ist eine Lampe jetzt an. Wow. Achso, war es halt für die Notiz wahrscheinlich. Okay, das hat Bambis abgehakt. Hä? Wie sagst du das? Ja! So. Ach, du hast wahrscheinlich den Brechstein irgendwo gemacht. Ja, ja. Benutzen. Wow, da hat sich was bewegt. Wow! Ah! Oh mein Gott, das ist Manu hat das einfach auch so rumgeschrien. Manu hat auf seinem auch so rumgeschrien, Alter. Alter! Ich hab gedacht, ich bin durch. Diese Horrorspiel. Oh mein das Gott, Alter. Gegeben. Junge, da hat Manu auch jedes Mal so rumgeschrien. Hast du einen Bolzenschneider? Nee, gerade noch nicht. Schade. Neil rennt immer so überall rein, so, lässt die Tiere einfach da und dann kommen so Manu und ich, die erst irgendwie rumschreien, ja. Alter. Wo brauchen wir den Bolzen? Das Ding ist, leider so viel bist du auf einem verlassenen Schiff und dort ist halt auch so eine Kreatur, die dich die ganze Zeit verfolgt durch das ganze Schiff. Und dann ist halt alles so eng. Ah, benötigt ein blauer Schlüssel. Komm mit, Mike King. Hallo. Du gehst vor. Ja, geil, ich werde sterben. Boah, nee, da ist nichts. Ich hab Angst. Badezimmer. Alter, ist das creepy, weil... Hä, ich dachte, wir spielen hier Raft und nicht freaking ein Horrorspiel. Ich freaking The Forest, Alter. Müssten wir eigentlich auch mal noch zusammen eine Staffel machen, ne? The Forest? Ja, aber das kommt erst nach. Du hast einen roten Schlüssel übersehen. Oh. Alter, also diese Sounds auch von dieser scheiß Tür, Mann. Jetzt gehst du vor. Hier sind so richtig komische Hintergrundgeräusche. Hörst du das auch so? Ja, ja. Das... Hallo? Oh, eine Küche. Richtig viel Kram. Ich hab... Ja. Das sind richtig viele... Oh, ich hab einen Gastank. Oh yeah. Bombe! Ja. Geh rein. Nee, du musst das so ein bisschen horrormäßig machen, wie die Leute. So ein bisschen nach Spannung aufbauen und so. Und dann plötzlich... Wow. Oh, hier! Warte mal! Benötigt eine elektronische Leitung, einmal Anzünder, einmal Gastank, einmal Kugel. Und hier benötigt fünf mechanische Teile. Ah, ich hab einen Bolzenschneider. Oh ja, ich auch.
Oder ja, das ich hab's einfach auch an dir. Drück mal T, weil ich kann jetzt, was wir alles haben. Ja, stimmt, ich kann jetzt mit dem ich kann jetzt mit dem Bolzenschneider können wir das Ding hier. Warte, das war eine Weile hinten. Falsch, Digga, nicht nur eine Weile, wir müssen wir ganz. Zwei. Ich war elf. Hilfe, wir sind verrückt. Wetten, dann bekommen wir dann den blauen Schlüssel und den blauen Schlüssel müssen wir dann. Oder sonst noch Plastik vergessen. Oder Kunststoff halt. Oh, ich bin ein Genius, Alter. Digga, du bist aber. Oh, Leute, hier kommt den blauen Schlüssel. Ja, sag ich ja. Ah, mein King, geh vor. Oh Gott. Hallo? Oh, Billardtisch! Spielen wir eine Runde? Lass uns Billard spielen. Alter, du rastet richtig aus der Hela, Mann. Es ist so dunkel, ne? Es ist so fucking creepy. Hier habe ich damals mit Manu und Nier meine Folge beendet. Und dann hat der nächste aufgenommen. Ich weiß nicht, wie weit du bis in der Folge bist. 16 Minuten. Wie von mir aus können wir eigentlich hier einen Stopp machen, weil es war relativ viel Action die ganze Zeit. Also, Action. Hier. Ah ja, hier. Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es in diesem Horrorschiff weitergeht, wie Red und ich. Oh Gott, jetzt ist draußen auch nur Nacht. Wie nee, die hier guck mal, überleben. Da ist so eine 9-Volt-Batterie so hinten dran an der Lampe. Guck mal. So an deinem Kopf hinten. Ah ja. Guck mal bei mir. Geil. Oh mein Gott. Aus einer Batterie, die keinen Strom hatte gebaut. Ja, stimmt. Ja, richtig geil. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und Abo da. Schaut unbedingt in die Playlist und dann sehen wir uns bei Red auf seinem Kanal, ne? Tschüssi! Ciao!